Schatz, das kennst du doch noch. Nee, stimmt. Letztes Mal habe ich die aufgebaut. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Familienvlog von uns. Ja, wir sind heute den ganzen Tag zu Hause und nehmen euch hier noch ein bisschen mit. Wir haben hier einiges zu tun zu Hause. Ich wollte das Babyzimmer weiter einrichten, die Kinderzimmer aufräumen und neu sortieren. Da zeige ich euch mal also unsere Lieblingsspielzeuge und was wir alles haben. Wir lieben hier Holzspielzeuge. Wir haben schon gefrühstückt, Tisch ist abgeräumt, Leona hat mir geholfen. Leona wird jetzt hochgehen und noch ein bisschen lernen, hat sie freiwillig gesagt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich glaube, sie macht noch ein paar Lernaufgaben und Alex macht die Küche. Ich gehe jetzt hoch mit den Kleinen, werde die fertig machen. Bruno hat irgendwas gesehen. Ich nehme euch auf jeden Fall einfach mit durch unseren Tag und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alex war gestern einkaufen, deswegen haben wir auch hier was Frisches stehen. Das bleibt über den Tag immer mal stehen, damit die Kinder sich bedienen können. Den Tisch muss ich noch abwischen, sehe ich gerade. Das ist vom Frühstück übergeblieben. Die Spülmaschine muss noch einmal ein- und ausgeräumt werden. Eigentlich so wie jeden Morgen. Ansonsten sieht es hier eigentlich ganz okay aus. Alex ist jetzt oben und macht sich fertig, deswegen räume ich schnell die Spülmaschine ein und aus, dann ist die Küche auch für heute geschafft. Ich bin unten. Okay, Alex ist unten. Willst du die Spülmaschine machen oder soll ich die machen? Alex druckt irgendwas. Bitte? Kannst du machen, wenn du willst. Dann mache ich die schnell. Dann mache ich danach die Kinder. So. Die Socken sind richtig, da brauchst du ein T-Shirt, ne? Ziehst du gleich noch ein Kleid über die Leggings? Du siehst ja hübsch aus. Wir machen gleich dein Regenbogenbett. Guck mal, Mama hat schon die Spülmaschine eingeräumt. Das auch klar? Ja, später. Ihr könnt erstmal spielen, okay? Ich komme gleich hoch. So, ich putze jetzt noch einmal über die Oberflächen, räume so ein paar Kleinkramsachen weg. Sowas hier muss zum Beispiel nicht rumliegen. Und gestern hat unser Besuch Brownies mitgebracht. So mega lecker. Stelle ich mal hier oben auf die Kaffeemaschine. Wird Alex wahrscheinlich zum Kaffee essen wollen. Geschafft, fertig. Das muss ich noch mit Hand abwaschen. Mache ich später. Das kann erstmal liegen bleiben. Ich wollte jetzt erst die Kinderzimmer fertig bekommen heute. Das ist Mittagessen von gestern. Soßen und Nudeln. Es geht wie gesagt heute an die Kinderzimmer. Hier kann Pauline gleich erstmal ihr Bett machen. Das kann sie schon selber. Wir werden hier Spielzeug sortieren, aufräumen, neue Ordnung machen, damit Pauline auch leichter aufräumen kann. Dann zeige ich euch auch mal die Lieblingsspielzeuge von unseren Kindern. Und Alex möchte heute diese Messleiste von Selecta anbringen. Wir lieben von Selecta das Holzspielzeug. Das ist Sorino, das ist die Messlatte. Ich finde die so niedlich. Wir hatten noch nie eine Messlatte für die Kinder und wir finden es einfach schön, wirklich das auch festzuhalten. Deswegen bringen wir die gleich bei Frieda hinter der Tür an. Ich finde es halt besonders schön, dass man eine flexible Anzeige hat. Da kann man den Namen draufschreiben und das dann anstecken. Und die Farben sind auf Wasserbasis. Das heißt, wenn die Sachen in den Mund genommen werden, passiert dann nichts. Zertifiziertes Holz, Farben auf Wasserbasis, habe ich hier schon erwähnt. Geprüfte Sicherheit, sehr, sehr wichtig, gerade bei Spielzeug. Ich zeige euch noch, was wir haben von Selecta. In der Zusammenarbeit mit Selecta haben wir auch diese wunderschöne Holzkiste bekommen. Die kann man leider so nicht kaufen. Ich habe euch aber schon mal eine verlost. Super toll für die Aufbewahrung. Aber auch hier müssen wir Ordnung machen. Und hier findet man auch schon ein paar Teile von dem Selecta Spielkoffer. Der ist auch richtig cool. Der wird jeden Tag bespielt. Schaut auf jeden Fall gerne mal unten in der Infobox. Da findet ihr noch mehr Infos zu Selecta und auch ein paar Links zu unseren Spielzeugen. Könnt ihr einfach mal schauen. Und ich wollte diese Leiste sehr gerne hier anbringen. Ich finde, die Ecke ist eh noch so ein bisschen leer. Da passt die doch wunderbar hin. Das wird Alex nachher machen. Und das ist auch hier der Arztkoffer. Dann muss man auch hier mal den Kaufmannsladen sortieren. Hier gehören nicht alle Sachen hin, die Bausteine und sowas. Und da kann ich euch dieses Produkt hier noch empfehlen von Selecta. Das ist das Holzspielzeug Picknick. Da kann man halt sein Obst und Gemüse und dann seine Lebensmittel durchschneiden. Die Kinder lieben das, wenn die auch ihr Essen durchschneiden können, sich zum Brot belegen können oder so. Weil es so extrem warm ist diese Woche, mache ich mir total gern entweder einen hohen Zopf oder einen Dutt. Dann lockere ich das hier alles so ein bisschen. Und dann sieht das nicht ganz so streng aus. Einfach ja, so ein Bömmel oben drauf. Und so viel will ich mich heute
gar nicht schminken, einfach meine getönte Tagescreme, die ich immer noch über alles liebe. Kennt ihr, muss ich euch gar nicht zeigen. Ich schmink mich jetzt mal eben schnell im Vorspulmodus. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic. Fertig! Ganz schlichtes Outfit heute Morgen. Es ist übrigens 8:30, ne? Wir sind seit 5.40 Uhr wieder wach. Und ich habe jetzt einfach meine Schwangerschaftsumstandshose angezogen, meine Hotpan-Bäuchchen. Wächst jetzt wirklich, ne? Also jetzt geht's langsam hier richtig rund bei uns. 25. Woche, nur als Info. Betten muss ich gleich noch machen. Ich lasse sie noch ein bisschen auslüften. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt aktuell so ein Nestbautrieb habe. Also ich merke richtig, wie ich jetzt das Babyzimmer fertig machen will. Deswegen machen wir da heute weiter. Ich habe meine Wandtattoos bekommen. Das heißt, wir werden noch richtig dekorieren heute schon im Babyzimmer. Ich freue mich. Und ja, aber als erstes machen wir jetzt die Kinderzimmer und ich nehme die Mädels mit hoch. Die sollen mir nämlich helfen. Du kriegst jetzt dein schönes Zimmer hier. Achtung! Fertig! Erstmal grob aufräumen und danach gehen wir an zu Tieren, ja? Ja. Bällebad bleibt jetzt mal bitte hier drin. Kuscheltiere machen wir alle aufs Bett. Alles, was irgendwie Spielzeug beinhaltet, kommt jetzt in die Mitte tatsächlich und wird sortiert. Ja. Das soll ja auch aufgehangen werden. Das kommt jetzt mit runter. Genauso wie das hier. Wenn wir schon mal dabei sind und den Hammer und den Nagel in der Hand haben. Da oben hin? Ja. Wir finden schon einen Platz. Die Frieda möchte gerne auch einen Regenbogen. Okay, so, der passt doch super zu das Kaninchen. Das sind solche Krimskramkisten. Das muss nicht sein. Oh, ist das laut. Das sind alles deine Gummitiere hier, ne? Das sind ganz viele Tiere hier, da müssen wir auch mal durchschauen, ne? Aber so viele brauchen wir gar nicht von den gleichen, oder? Ja. Ja, wollen wir zwei verschenken? Dann haben wir so Mini-Drachen, damit wird gar nicht gespielt. Hier habe ich jetzt alle Gummitiere drin. Wieder zurückräumen, das lernen wir direkt. Wo hast du die hingetan, die du gepuzzelt hast? Die kannst du direkt wieder einräumen, Schatz. Ach, ihr Süßen. Gar nicht so einfach mit euch. Leona hilft mir, alles auszuschütten. Also das ist schon mal ganz gut sortiert. Alex hat mir jetzt einen Karton gebracht für den Keller. Bausteine bleiben. Was man alles so findet, ne? Sind aber dann richtig viele Kleinteile. Ja, da muss ich durch, du auch. Kuscheltiere! Willst du den behalten, den Dino? Baby gefunden. Ich habe das ja nicht gerade sortiert, oder? Ne? Jetzt wird's laut. Papa bohrt. Ja, wenn wir uns groß sind. Der macht da was dran, um zu schauen, wie groß ihr seid. Ja, das ist extra. Der Karton füllt sich langsam. Das kann jetzt aber auch weg. Hübsch, Frieda. Manchmal braucht man nur eine Mullwindel, ne? Was haben wir hier? Ui, wir müssen auch noch mal durchräumen. Alles, was hier auf dem Bett liegt, ist echt so die letzte Etappe. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Ich muss ja zwei Kinderzimmer aussortieren. Der erste Karton für die Garage steht bereit. Aber es geht ja hier gleich da hinten noch weiter. Deswegen lasst uns mal abwarten. Genau, aber es lichtet sich hier langsam, so dass es schön aussieht. Es hängt dann. Ich muss es verlängern, ne, mit dem Band. So ist doch voll süß. Pauline, es hängt. Es hängt, Pauline. Guck mal, das ist auch zum Beispiel von Celeste. Ist auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Gefällt es dir? Oh. Wow, so kuschelig. So ein tolles Bett. Es lichtet sich langsam, aber ich muss sagen, es ist echt eine Herausforderung. Vor allen Dingen, weil ich auch aussortiere und dann immer zwischen Frieda und Pauline hin und her trage. Ich habe jetzt hier noch
kaputte Bälle rausgesucht. Die werde ich gleich entsorgen. Und da muss ich nochmal durch die Bücher gehen. Bücher werden wir nicht wegschmeißen oder verschenken. Die behalten wir. Ich habe da noch Platz. Da muss ich diese wunderschönen Stoffbücher hier sortieren. Das sind die ganzen Kleinteile. Die Kisten sind über. Da unten ist noch Müll. Und dann geht es ja auch hier wieder weiter. Ne? Wir haben hier so viel Lego Duplo. Ich werde eine Kiste definitiv in die Garage stellen und beschriften und dann einfach immer wieder mal austauschen. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier geht es halt weiter. Ne? Unsere Latte von Selector Holzspielzeuge hängt da in der Ecke. Ich wollte es eigentlich mittig, das ging aber leider nicht, weil da der Strom langläuft. Aber hier geht das auch. Ich habe mich gerade schon gemessen, also nicht mit der Latte, weil die nur bis 1,60 geht, aber mit dem Zollstock. Ich bin 1,68. Ich bin in den letzten Zügen. Oh mein Gott, es fühlt sich so gut an. Ich mache jetzt noch den Kaufmannsladen. Und ja, ich werde so angekaute Sachen dann einfach aussortieren. Es wird langsam. Ich gebe euch gleich ganz zum Schluss ein kleines Rundum-Video, Rundumblick. Und jetzt schaue ich, was ich hier von wieder zurück tue und was dann in die Garage kommt. Ich finde das auch voll niedlich so zum Einkaufen. Aber ich habe da schon diesen kleinen Einkaufswagen. Jetzt frage ich mich, ob es vielleicht kann man den einfach hier unten so hinstellen in die Ecke. Ja, oder? Ich werde die zum Aufschneiden auch alle mal in eine Kiste packen. Man kann sich dann richtig Scheiben Käse abschneiden. Hier kann man sehen, die haben da wirklich auch draus getrunken. Aber wenn ich jetzt hier so eine hübschere Milchflasche habe, Milchpackung, dann kommt die halt weg. Wir werden das natürlich nicht wegschmeißen. Wir fragen immer mal im Weißen Haus nach oder im Kindergarten. Wir finden immer eine Möglichkeit. Ich finde auch solche gehäkelten Sachen total toll. So ein Spiegelei. Das kommt zu Pauline in die Küche. Die Waage finde ich auch mega süß. Ich bin fertig, fix und fertig mit den Nerven. Ich zeige euch das jetzt mal hier eben. Hier ist der Einkaufsladen und meine Kamera, der Akku ist leer, deswegen nehme ich das mal gerade noch mit dem Handy auf. Hier ist der Eiswagen. Da unten ist nochmal ein bisschen Eis. Hier unten drunter sind dann Soßen und so für das Eis. Das Bett kennt ihr, eine Katze und der George. Dann haben wir die Lichterkette, hier hat sich nichts verändert. Aber hier, ich habe schon irgendwie das Gefühl, das ist zu kahl, aber irgendwie ist es auch schön. Also ich glaube, das reicht. Da fehlt noch an Deko. Ich wollte auf jeden Fall noch ein Bild dahinstellen von Frieda. Da brauche ich noch einen Bilderrahmen. Hier hat sie ihre Trinkflasche und ihr Radio. Hier sind die Bilder, die ich einrahmen will. Hier sind ihre Magnetbausteine. Dann hat sie hier ein paar Bücher, die sie aktuell sehr gerne liest. Ihre Sternschildkröte, ein Ball und eine Tasche. Nichts. Ein bisschen Duplo auch für Frieda und ihre Holzeisenbahn. Dann habe ich die schöne Aufbewahrung hier genutzt für ihre Stoffbücher. Da stehen zwei Schafe als Deko und da sind ganz viele kleine Bücher drin. Noch ein bisschen Spielzeug. Dann ist hier Elsas Schloss. Das teilen sich Pauline und Frieda, da muss man auch mal streichen. Dann die mit Wassermalfarbe gemalt, das muss gestrichen werden. Und der Kaufmannsladen. Hier ist am meisten passiert. Hier hängt dieses wunderschöne Mobilier. Frieda wollte das haben, Pauline nicht. Und hier habe ich auch ordentlich ausgemistet. Also da unten, das ist alles das, was bleibt. Und die Schubladen sind auch leer. Dann ihre Toni-Box und die zwei Puzzleteile habe ich noch gefunden. Mal schauen, ob das Puzzle jetzt vollständig ist. Und hinter der Tür ist jetzt die Messlatte, die Kuscheltieraufbewahrung und ihr Puppenwagen. Und hier unten habe ich auch noch den sprechenden Tiger und die Murmelbahn. Ihre Magnettafel darf nicht fehlen und ihr Rucksack. Genau, der Rest ist mit Kleidung. Das alles wird jetzt gleich noch von mir in Kartons gepackt und kommt dann beschriftet in die Garage. Das ist noch der letzte Teil, der jetzt rauskommt aus den Zimmern. Also das sieht man ja auch, ne? Es ist einfach zu viel gewesen, da gebe ich euch recht. Kriege ich oft die Kommentare, dass es zu viel Spielzeug ist, die Kinder überfordert und es ist immer schnell unordentlich und die Kinder können selbst auch so schwierige Ordnung halten. Hier ist ihre Küche. Da unten die Dinos, die sollten bleiben. Dann hat hier Alex dieses wunderschöne Mobili aufgehangen, ein paar Kuscheltiere. Dann haben wir hier Bücher und ihre Taschenlampe, womit die mal Höhle bauen. Eine Kiste Duplo, eine Kiste Gummitiere, Puzzle hier oben
und ihre Barbies und My Little Ponys. Hier sind die ganzen Pepperwoods-Sachen drin. Hier haben wir Arztkoffer, ihr Kleiderschrank, Musikinstrumente, ganz, ganz wichtig. Und ihre Pferde. Haben wir da ein paar Malsachen. Ihr Zelt. Dem geht auch schon langsam die Luft aus. Das alles ist so ein bisschen Krimskram, was sie behalten wollte. Ich habe die Kleinen natürlich auch gefragt. Fahrzeuge. Das hier ist auch zum Beispiel von Selecta. Sie liebt das, dieses Auto. Und auch der Wippo Fun von Selecta ist wunderschön. So Geschicklichkeitsspiele und ihre Bausteine. Oh. Ja, und jetzt hoffe ich einfach, dass hier auch Ordnung gehalten wird. Alex war übrigens natürlich auch fleißig, als ich oben fleißig war. Hier ist unsere Klima. Ich glaube, die will er zu Leona hochbringen. Er hat ein bisschen die Garage geschafft. Also ein bisschen ist gut. Hat er auch ordentlich was gepackt. Oh, jetzt muss Alex gleich alles runtertragen. Jetzt hast du auch Platz hier, ne, Robby? Schauen wir nach oben. Herzlich Schrott gelacht hier. Du hast dich Schrott gelacht? Warum? Coole Wandtattoos, ne? Ihr Mundwinkel fiel gerade ab. Was ist das? Du hast Kartons bestellt. Ich habe das eingenommen und ich dachte mir, ey, easy, du hast doch Kartons bestellt, oder was ist hier los? Mann, okay, da können wir was Cooles draus bauen mit den Kindern. Ich dachte ja tatsächlich, dass... Oh, nicht heute. Dass da drin irgendwie hier die Wandtattoos... Ich habe mich schon gefreut, so, yay, meine Wandtattoos sind da, jetzt kann ich anfangen. Und dann klappt es doch nicht. Aber dann bauen wir einfach hier weiter. Yes. Federwiege. Das größte Glück auf Erden. Schatz, das kennst du doch noch. Nee, stimmt. Letztes Mal habe ich die aufgebaut. Vor 3 Jahren habe ich die aufgebaut. Ja, mit Verena. War 100%. Jetzt ist die ein bisschen von der Farbe anders. Das kommt jetzt auch erstmal unten in die Kommode. Wenn ich das brauche, dann werde ich es rausholen. Hier sind auch Flaschen und sowas. Ich hoffe ja, dass ich stillen kann. Aber falls nicht, habe ich hier schon mal Flaschen. Boah, ich muss mal hier unten gucken. Sorry für das Gestöhne, aber das ist so anstrengend. Oh, und weiter geht's mit Sortieren. Ich habe keine Nerven mehr. Ich bin geboren und schon voll das. Was macht auch Spaß, wenn es nicht anstrengend wäre. Das ist ein schönes Zimmer. Voll schön. Ja. Richtig gemütlich, schönes Babyzimmer. Davor war es bisher immer so Abstellraum, so richtig ungemütlich, aber so langsam wird das hier. Schatz, sie darf bald wieder Stoffbinden waschen. So, ich packe die mal gerade aus und dann zeige ich euch mal, was ich hier für Stoffbinden habe. Da kommt aber auf jeden Fall noch ein extra Video zu. Nämlich auch mal ganz neue Marken, die ich vorher noch nicht benutzt habe zum Testen. Ich werde dann noch mal genauer auf die ganzen einzelnen Windeln eingehen. Ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal waschen. Pop-in finde ich ganz gut. Die haben auch ein doppeltes Auslaufbündchen. Das sind die Nachtwindeln. Die Designs sind echt mega süß. Das hier ist zum Beispiel eine Newborn-Windel. Die brauchen wir am Anfang. Und guck mal, Alex, wie klein. Dann haben wir auch schon eine Schwimmhose. Auch ganz wichtig. Nach 12 Wochen werden wir auf jeden Fall mit dem Kind schwimmen gehen. Eine Nasstasche für unterwegs für die Stoffwindeln. Dann haben wir hier wiederverwendbare Feuchttücher. Die werden wir für den Wickeltisch benutzen. Das ist richtig schön von No Waste. Ein Kühlschrank. Und diverse Einlagen und Waschmittel. Das muss Alex gleich mit runternehmen. Und Windelvlies, das bleibt hier oben. Da sind ganz viele Freefalls, die müssen gewaschen werden. Aber wie gesagt, zu den Stoffwindeln kommt noch mal ein extra Video. Da fragen mich so viele nach. Schaut mal, das ist so eine Tasche, so eine Nasstasche. Die Tücher einfach nass machen. Und Schatz, kommt dir das bekannt vor? Dieses bunte Bild im Wickeltisch? Ich hab's einfach mal eingeräumt. Aber es muss gewaschen werden. Ja, ich weiß. Aber wir haben noch Zeit. Und was machst du da? Stoffis sehen einfach so schön aus. Unsere Babyschale auf Rädern. Ja, die Babyschale lassen wir eingeschweißt. Erstmal hier hinten drin oder eingepackt, damit die nicht zustaubt. Oh, und jetzt ein Bein nicht. Muss man hier noch durchsaugen? Das muss da aufgehangen werden hier. Das schöne Teil. Das Bett, also vors Fenster. Oder über die Wickelkommode. Und hier wird immer noch gerne gespielt. Ach, schön. Juhu. Ich
räume jetzt hier gerade noch die Decken ein. Das muss auch noch gemacht werden. Ich habe hier noch unser Babynestchen. Ich überlege, ob ich das schon auspacke. Da kann es auslüften. So, noch einmal hier durchsaugen. Und dann zieht hier nach und nach die Babykleidung ein. Das kann ich gleich auch noch mal an die Wand stellen. Ja, jetzt fehlt nur noch die Wandtattoos und die Deko. Dann haben wir schon das Wichtigste, ne? Das Spielzeug räumen wir natürlich noch weg. Das haben wir so voll süß gemacht. Alles schön aufgereiht fürs Baby. Hier wollte ich jetzt die Decke drüber legen, damit es nicht zustaubt. Ich brauche noch eine Matratze. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dieses XXL-Ausmisten und Spielzeug und Babyzimmer. Ich bin fertig für heute. Gleich kommt der Besuch. Ich schau mal. Ja, anderthalb Stunden. Ich werde jetzt noch eine halbe Stunde mich hinlegen. Dann baden. Schönes warmes Bad nehmen. Und dann den Tag ausklingen lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis bald. Tschüss.